Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast Nummer 311. Und wie man hier schon sieht, Namen sind eingeblendet. Wir haben ein Match mit der Zerg-Legende. Es ist Shadong. Da kann ein bisschen von der Probe Arrest und die Probe gehört einem ehemaligen Teamkollegen von ihm. Das hier in Blau ist Anytime. Wie man sieht, beide sind beim Team Fassung Oz. Das ist ein Match aus etwa 2010. Das genaue Datum weiß ich nicht. Aber das, ja, war irgendwann im Bereich Oktober 2010 bis Juli 2011. Also eher in der 2010er Ecke, wenn ich der Datumsmarkierung Glauben schenken darf. Ja, denn zudem auch das Team war dann später gar nicht mehr aktiv. Beziehungsweise einfach die Spieler waren nicht mehr im Brood War wirklich aktiv. Sondern da kann man dann der StarCraft 2 Switch auch. Daher, das ist die 2010er Zeit. Und Anytime, das ist der Teamkapitän von diesem Team. Von Fassung Oz. Und die haben, ja, viele Jahre in der Pro League gespielt. Waren da auch durchaus erfolgreich. Haben die Pro League auch mal genommen. Gewonnen. Nämlich 2007, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, die Map hier, Icarus. Hatten wir Icarus schon mal? Ich weiß es gar nicht tatsächlich. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, auf jeden Fall, ich habe neue Replays. In Massen. In wirklich groben Massen. Mal gucken, wann und wie ich das alles verarbeite. Mit diesen ganzen Matches, die ich da habe. Wie wir das am geschicktesten angehen. Aber ich kann natürlich jetzt ein bisschen wählerisch sein, welches Match ich mir da raussuchen, welches nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen riesen Haufen an Shadong Replays und auch, ja, einen ganzen weiteren Haufen an Replays, die wir da noch machen können. Und ich hoffe, ja, das nimmt mir keine übel, weil die Replays sind schon ein bisschen älter. Das sind nämlich alles koreanische Matches. Ich hoffe, da kriege ich mit ihm auf mal Ärger. Weiß es nicht, wie das genau abläuft. So, wir sehen jetzt eben der Zerg Rest, Shadong Rest, und zwar von dem Salad jetzt mit der Probe zusammen, während das... Oh Gott, alle Icons sind... Okay, nicht geladen. Haben wir es glücklicherweise nachgeladen. Da sieht man, Salad wird in die Ecke geschoben von Anytime, um den da zu saven. Währenddessen zu Hause kommt bei ihm der Forge. Die beiden sind close air gespawnt, weil es geht Shadong auch schon auf eine dritte Base. Hier wird nochmal der Salad angegangen, hat auch nicht mehr so viel Leben. Bild ist unten und da schönes Around. Shadong cleart den ersten Salad. Währenddessen die Probe fährt nach Hause. Hier haben wir Overlord Scouts in Position. Und wie man sieht, Brotos mit einer Forge Expansion, sogar einer zweiten Cannon mit dabei. Und da kommt das Stargate. Shadong hat in der Zeit seine dritte Base. Hat jetzt nicht so viel Schaden in dem Harassment genommen. Klar, wurde ein bisschen gestört. Aber er hat sich auch bereits ein Spire unterwegs als Konterantwort für das Stargate. Das heißt, Anytime wird jetzt erstmal warten, bis er die ersten Corsairs hat. Wobei der Overlord das natürlich auch komplett scouten wird. Also Shadong hat auf jeden Fall die Infos. Und mal sehen, wie Anytime das dann angeht. Ja, die beiden sind da jahrelange Pro-League-Spieler. Ich meine, Anytime, der inzwischen ist er 33. Der Herr spielt seit 2000 oder hat seit 2004 gespielt bis 2011, als sich das Team aufgelöst hat, ist auch Anytime in den Ruhestand eingetreten. Hatte tatsächlich sein PVZ als sein schwächstes Matchup mit einer Win-Ratio von 49,3%, was aber trotzdem noch voll in Ordnung ist. Tatsächlich sein bestes Matchup war gegen Terraner mit 56%, was er da in Games gewonnen hat. Über seine 500 aufgezeichneten Spiele, die ich da in der Statistik habe. Ja, und er hat eben auch eine OSL gewonnen, das eigentlich schon ganz, ganz früh in seiner Karriere. Der war noch beim Team Plus. Hat er 2005 die OSL gegen Boxer gewonnen mit einem 3:2. Also wie gesagt, der ist schon ziemlich stark und das auch über viele Jahre gewesen. War nicht ohne Grund auch Kapitän eben von seinem Team. Sollte da Shadong doch aus eine ordentliche Herausforderung bieten. Das ist nicht so wie manche der Korea versus China Matches, wo Korea einfach nur, ja, spielen kann, was sie wollen und trotzdem das Game gewinnen. Das sollte ein bisschen mehr auf Augenhöhe sein, das Match. Tatsächlich hat sich Anytime später nochmal gezeigt in kleineren Turnieren in der 2012er Zeit, also wo er schon quasi im Ruhestand war, hat er es dann doch nochmal versucht, in der, ja, Nachfolgeszene ein bisschen Fuß zu fassen. War aber nicht ganz so erfolgreich bisher. Er hat einige zweite Plätze belegt in ein paar der Ranking-Tournaments. Hat er durchaus auch Podiumsplätze geholt, hat nichts gewonnen, aber es hat ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht so dabei gehalten. Er wollte dann auch nicht unbedingt weiterspielen. Ich meine, wie gesagt, mit jetzt 33. Wobei 2012 ist auch schon wieder 8 Jahre her, muss man bedenken, dass da doch einiges an Zeit dazwischen liegt. Aber eben, er hat nach 2012 nicht mehr wirklich groß sich irgendwo gezeigt in irgendwelchen Turnieren. So effektiv gar nicht. So, wir haben jetzt hier mehr und mehr Corsairs, beschützt von der Cannon, um eben den Scourge auszuweichen. Es sind einige Scourge auf dem
Feld, die eben versuchen, da die Corsairs einzuschränken. Es werden weitere Corsairs auch immer noch gebaut, wenn das Entscheidung switcht, bereits auf Hydras mit Range Speed Upgrade. Er hat. Okay, das ist bloß. Doch, das ist Missile Attacks, das ist Missklog, wenn es das Speed Upgrade. Ja, und die Corsairs so nach und nach können sie natürlich auch durch die Scourge durchkiten. Währenddessen sind viele Linge auch unterwegs. Jadong hat seine drei Basen, kann sich da oben auch eine vierte nehmen. Das hier ist eine Vierspielerkarte. Also hat da oben da eben nochmal eine Base. Und hier ist dann noch die letzte Basenkonstruktion in der Ecke. Quasi mit Natural und Main Base hier. So, und die Corsairs, ja, sie scouten vorsichtig die ganze Umgebung ab. Wollen sich eben nicht zu weit rauswagen. Da ist noch überall, das sind überall Scouting. Also Jadongs Vision um die Map von Protoss rum und um das Gebiet von Protoss rum ist wirklich ziemlich gut. Bei Anytime kommt jetzt hier ein Shuttle, denn das sind hier weitere Gateways entstehen. Er hat seine zwei Bars mit 50 Probes ordentlich saturiert. Jadong momentan mit 38 Drones unterwegs, aber das kennt man so vom Zirk, dass er eben nicht so viel auf Economy spielt, sondern die ganze Economy-Geschichte ein bisschen ruhiger angehen lässt, dafür eben versucht auf Static Defense und effektiven Tech zu bauen. Und wir haben jetzt hier tatsächlich Begleitschutz für das Shuttle. Reaver Drop kombiniert mit ein paar Corsairs. Wenn das nicht hier Overlords noch unterwegs sind. Die werden aber nicht viel erreichen. Und da geht es eben darum. Der Reaver. Lohnt sich das? Ein Scarab, wobei 15 Minerals und ein Link kostet technisch gesehen 25 Minerals. Also tatsächlich ein Scarab gegen Link zu tauschen, lohnt sich für den Protoss. Wenn auch nicht viel. Und natürlich, man versucht nach und nach diese Vision, die der Zerg hat, ein bisschen einzuschränken. Und sind jetzt ja auch Charge und plus 1 kommt damit dazu, wenn das entsteht auch ein Templar Archive und auch noch ein Observatory. Und wir haben jetzt doch inzwischen einige Corsairs auf dem Feld, mit 7 Stück kann man Overlords ziemlich gut jagen, auch wenn die hier ein Speed Upgrade haben, das ist den Corsairs egal, die sind noch schneller unterwegs und kriegen ja alle drei der Overlords, aber jetzt sind die Hydras da, die Hydras schießen zurück und ein Corsair wird da low, überlebt das aber erstmal, das Shuttle währenddessen hat sich nochmal zurückgezogen, da lebt noch ein Link hier, der weiter scouten kann und wir sehen hier tatsächlich von Jadong viel Army-Movement. Die Hydras setzen sich in Bewegung und wollen den Protoss hier belagern. Der hat Storm unterwegs, der hat einen Reaver. Wenn das sind die Corsairs, wir schützen immer noch das Shuttle. Nochmal einen Link rausgenommen. Natürlich, wenn der Reaver hier Connections auf die Hydras findet, wäre es auch ziemlich gut für den Protoss, denn hier, ja, wurde das Overlord-Drop-Upgrade erforscht. Das heißt, jetzt geht die Party los. Es sind einige Corsairs da, das heißt, da muss Jadong doch ein bisschen aufpassen, aber er findet hier einen guten Winkel, mit dem er in die Mainbase droppen kann, ist die Frage, kann das Anytime abwehren? Er hat einige Salads in der Main, hier haben aber noch kein Lag Enhancements, das wird in wenigen Augenblicken fertig, momentan ist es das noch nicht. Und Hydras sind jetzt hier mittendrin, da kommt jetzt der Reaver mit dazu, Storm wird auch noch nicht fertig, das dauert noch. Lag Enhancements ist jetzt drauf, bis 1 Attacker geht, ist noch nicht drauf, jetzt gibt es die Kugeln, aber die ganzen Overlords gerade jetzt Platz an den Corsairs, wirklich ein Massenstart an Overlords, das heißt, Hydras kommen hier nicht lebend raus, die müssen einfach so viel Damage schaden wie möglich, aber die Salads sprungen hier mutig nach vorne, der Reaver lebt auch immer noch und macht so viele Kills, man sieht hier, ja, wirklich ein Pentakill, den der Reaver da gerade gemacht hat. Fünf Hydras auf einmal rausgerissen, wenn das wurde jetzt die Netzstrom auch noch aufgebrochen. Die Cannons sind down, aber Doppel-Reaver versuchen die das zu defenden und der eine Reaver ging jetzt da down. Aber sein Kollege hält dafür die ganze Geschichte und Anytime hält den kompletten Attack hier von Jadong. Was den wirklich sehr viele Hydras gekostet hat. Die Corsairs sind sofort unterwegs. Da soll es eventuell nochmal einen weiteren Drop geben, das sind aber nicht mehr so viele Hydras da. Also das hat Jadong hier richtig übel gekostet. Sehr gute Defense hier von Anytime. Die sind jetzt in der Mainbase. Ja, haben einfach genügend Damage geblockt. Der Reaper konnte den Schaden vor allem auch raushauen. Was ganz wichtig war. Und ja, Protoss kann sich jetzt hier wieder ein bisschen aufbauen. Es gibt jetzt hier den Switch auf Lurker für Jadong. Baut natürlich noch mehr Army Supply. Im Lurker-Con ist immer noch der gleiche. Und hier gibt es weitere Drops. Das heißt, hier ein Basenversuch wird da schon mal verhindert. Der Pfeilen wird da schnell rausgenommen. Die Hydras nutzen da die Overlords auch hier. Also Jadong versucht jetzt hier mit Harassment-Optionen mit den Overlord-Drops an verschiedenen Seiten. Versucht damit den Protoss unter Druck zu setzen. Der Reaver hat 14 Kills auf dem Reaver. Und das waren quasi fast alles Hydra-Kills. Also das ist schon mächtig. Hydras waren jetzt natürlich hier auf dem Highground ausgeladen. Und hat ein bisschen die Range, um die Gebäude und vielleicht ein paar Probes zu harassen. Also das ist schon mal lästig. Und deswegen kommt hier der andere Drop auf der anderen Seite. Die Corsairs, wenn das sind, ja, sind hier wieder Begleitschutz gewesen. Kommen in die Main. Aber da ist ein Scourge, da ist ein Hydras. Da kriegen die Corsairs auch einiges Schaden ab. Wir müssen die Salads versuchen, den Spire rauszunehmen. Haben darauf Erfolg. Der Spire ist damit down. Da geht es noch oft ins Spawning Pool. Da sind ein paar Hydras da. Währenddessen kommt jetzt hier der nächste Drop. Das sind aber Cannons. Die Cannons schießen aber gerade auf den Overlord. Der Overlord überlebt das. Die Hydras sind jetzt drin. Ein paar Salads kommen angerannt. Ein paar Drops gehen down. Aber Anytime versucht auch das zu defenden mit seiner Salad-Trippe. Corsairs kommen jetzt wieder dazu, um die Overlords rauszunehmen. Und das wird auch länger. Da gibt es noch Focus-Fire von Jadong auf die Corsairs. Und damit sind gerade noch zwei Corsairs übrig. Also beide Seiten sind jetzt massiv ihre Luftflotte. Die Overlords sterben in Massen. Die
Ja, Scourge können nicht mehr gebaut werden, weil kein Spire mehr da ist. Und die Corsairs hat es gerade auch ordentlich dezimiert. Spire wird sogar neu gebaut. Der Pool hat das überlebt, wenn auch mit nicht sonderlich vielen Hitpoints. Und jetzt kommt der Switch nach und nach auf Dragoons tatsächlich. Und das Lied, das sieht immer noch hier oben. Es ist ein Tempel mit dabei. Der hat auch einen Storm. Der Storm dort da einmal rein. Aber die restlichen Hydras wurden da schon eingeladen tatsächlich. Redung hat vorausgeplant, kann das Hydras easy wieder ausladen und weitermachen. Der Tempel braucht es nämlich wieder lange, bis er Energie hat. Hier drüben nur noch Hydra und Link stationiert. Oder es hängt immer noch auf Two-Base rum. Muss man bedenken, das hält nicht ewig mit den Mineralien. Und die halt immer noch auch Rest. Muss irgendwie das in den Griff kriegen, die paar Hydras hier oben sind. Und damit ist auch noch Lurker gemorpht. Das macht die Sache nicht einfacher. Da kommt das Shuttle wird aber gefokust. Weil das Shuttle ist down, da waren zwei Reaver drin. Ein richtig bitterer Verlust, der für Anytime hat gehofft, dass Chaedong nicht wirklich drauf fokussiert ist. Aber Chaedong war dran an seinen Hydras und hat sofort das Shuttle unter Beschuss genommen. Das macht die Sache jetzt natürlich richtig unangenehm. Es sind noch ein paar Templer mit dabei. Aber jetzt nicht auch Lurker mit am Start, wenn dessen der Spire ist gleich wieder da. Da kommt ein Queen's Nest, aber die Protoss Army hat jetzt die Schnauze voll und pusht mal über die Map. Denn momentan hat Anytime wirklich sehr viel Supply, muss ABC gegen Static Defense und Lurker durch, was wirklich nicht einfach ist. Er versucht trotzdem, seinen Sprung mutig nach vorne. Wollen die Lurker haben? Lurker 1 ist down, Lurker 2 und 3 sind hier noch, wenn das Lurker hier auf Michael geben auch ihr Bestes. Kann die Protoss Army hier wirklich durch bei den Static Defense und jetzt nach und nach fertig? Der zweite Lurker ist down, es ist noch ein Lurker da. Hydra ist oben auf Michael wurden gestormt, aber es ist noch eine Hydra. Der dritte Lurker ist down, aber die Protoss Army hat auch ziemlich übel gelitten. Die Static Defense vor allem hier hat einen guten Job gemacht. Die Sunkens haben hier viel Zeit gekauft, viel Damage gemacht. Und die Protoss Army ist ordentlich geschrumpft. Währenddessen wird sie immer noch hier, wird der Protoss immer noch belagert. Das Gas kann er einfach nicht nehmen. Der Templar hat inzwischen fast wieder einen Storm. Der Oblord hier nähert sich nochmal an, hat einen Lurker nochmal geladen. Könnt ihr versuchen, einen Lurker-Drop zu starten, wird aber ziemlich krass geschossen. Muss den Lurker ausladen. Der Lurker ist jetzt aber drin, wird aber gesehen, es ist eine Cannon in der Nähe. Das heißt, dieser Lurker wird dann nichts erreichen, wird da rausgenommen. Wenn das in der Lurker oben, ja, der macht genau das. Sobald sich dann den Probe schlecht dran bewegt, gibt's einfach Probe-Futter. Da gibt es nochmal einen Storm. Hydra geht down. Lurker ist low. Es sind noch zwei Hydras übrig. Währenddessen Chaedong schickt jetzt mal nochmal Linge raus. Ihm fehlt es ein bisschen an Mineralien. Er hat wahnsinnig viel Gas auf der Bank. Ihm fehlt es an Minerals. Hat jetzt aber auch nachgedroned, um ein bisschen mehr Mineralien zu sammeln und hat eine neue Base hier. Also Chaedong kümmert sich um das Problem. Währenddessen, ja, Anytime hat sehr viele Minerals. Ihm fehlt es an Gas, weil eben das zweite Vespin-Gas die ganze Zeit nicht nehmen kann, weil das immer noch vom Lurker gecampt wird. Somit hat er jetzt hier eine dritte Base. Versucht dann damit das zu nehmen. Währenddessen hier nochmal ein Scourge versus Corsair. Overlord hat da nochmal Lurker mit drin, es ist ein weiterer Lurker-Drop. Chaedong lässt da auch einfach nicht nach. Wer das sind hier Linge, kommen mit ran, versuchen dann Tempel nochmal zu snipen. Der Tempel setzt da einen guten Storm, kann sich selber damit am Leben halten. Wenn das was macht der Lurker-Drop hier? Der Scourge wurde weggetankt und der Overlord wird gejagt. Der Lurker ist hier alleine und der Overlord wird jetzt hier fallen. Da sind aber trotzdem nochmal Lurker reingeachtet worden, ey, überall hier Lurker. Storm drauf auf den einen, ist dann Observer mit dabei, da gibt es einfach Storms mit drauf, jetzt nochmal. Ja, Storm reicht tatsächlich, um das zu klären. Trotzdem, der Lurker hier stachelt immer noch durch die Gegend. Und plus 2 Attack macht auch wirklich einiges an Schaden. Und bei Chaedong kommt gerade Adrenal Glance und Melee Attacks und auch ein Greater Spire tatsächlich. Also wir könnten hier vielleicht noch Guardians sehen. Und hier inzwischen sind es 3 Lurker, die einfach die Nashville hat wirklich riesen Probleme, da vernünftig Ressourcen zu sammeln. Aber wieder mal der Move Out von Anytime. Sammelt sich seine Armee, aber auch Chaedong hat hier nochmal nachgelegt in der Static Defense. Gut, Lurker sind hier nur 2 Stück, aber eben Building Placement plus Sunkens ist da schon ziemlich gut, um zu defenden. Was Chaedong noch nicht hat, ist Nydus. Der ist gerade erst im Bau. Das heißt, er kann nicht so einfach Reinforcements von seiner Main und Natural darüber schieben. Weil momentan bin ich mir eh nicht sicher, wo sein ganzes Army Supply steckt. Ich meine, gut, die Lurker sind hier unten noch. Hier ist noch ein Lurker. Ansonsten, so viel Army Supply ist es gerade gar nicht. Hier gibt es nochmal weitere Lurker-Mobs. Die Salads chargen mutig rein. Die Sunkens geben ihr Bestes. Die Lurker, der eine ist da down, der andere wird da auch noch fokussiert. Der Storm geht leider ein bisschen ins Leere. Das sind aber weitere Einheiten, lieber Morph, weitere Lurker sind im Morph. Da geht wird einfach durchgestompt. Wir gucken, ob da vielleicht irgendwo Lurker sind. Die Drones sterben hier in wirklichen Massen. Und die Protoss Army bricht hier Stück für Stück. Jetzt ist der Nydus-Kanal fertig. Aber Chaedong hat gerade einfach nicht die Units, um hier für Reinforcements zu sorgen. Und fehlt da ein bisschen am Geld dafür. Das heißt, eine dritte wird hier so ziemlich verlieren. Und der Protoss muss hier aufpassen, dass er sich nicht selber zu sehr stormt. Und jetzt kommen ein paar Lurker nochmal oben vom Highground. Versuchen jetzt irgendwie das über die Rampe mit den Dingen zusammenzuhalten. Lurker gehen jetzt hier aggressiv nochmal rein. Protoss Army wurde auch ziemlich ausgenutzt und die Adrenal Glance Dinge sind jetzt hier dran. Die Dragoons kiten nach hinten. Da ist nochmal ein Lurker mit dabei, der eingraben könnte. Die Lurker hier oben werden das hier nach und nach die Minion Line. Also da ist wieder alles sauber. Der Archon geht hier down. Wenn das unten der Lurker ging drauf. Die Dinge schaffen das gerade nicht allein. Brauchen da ein bisschen mehr Support. Aber Chaedong hält erstmal immer noch seine dritte, auch wenn die Verluste wirklich massiv sind. Aber die Basis lebt noch, während jetzt ein Morph da gerade ein paar Guardians, wo auch immer die rumstehen.
Okay, vor der Natural, da kommen die vier Guardians, da warten die gerade gemorpht. Die Dinge jetzt hier in Massen fallen die Dragoons an. Da kommt aber nochmal ein guter Storm, um die Dinge rauszunehmen. Da platzt sehr viel von Jadong. Aber er setzt trotzdem nach. Er will trotzdem hier diesen Fight mit den Dingen gewinnen. Die Hammered Wiener Glance, denen fehlt aber noch das Attack-Upgrade und damit tatsächlich Protoss kann das stabilisieren. Aber jetzt bekommt er das Counter-Restment ab, nämlich die Guardians sind am Start. Und der Templar wird als erstes rausgenommen. Guardians haben theoretisch genügend Range, um den Cannon rauszunehmen, ohne Damage dran zu nehmen. Und manchmal fahren sie in ihrer Dummheit ein bisschen nah ran und kriegen dann doch den Schaden ab. Währenddessen haben wir hier ein Shuttle, das einfach jetzt versucht, Zelle zum irgendwo hinzuschleppen. Und Protoss braucht jetzt halt gute Anti. Er hat die Corsairs, hat auch noch Dragoons. Also kann damit versuchen, die Guardians in den Griff zu kriegen. Bisher, ja, okay, die Corsairs sind direkt dran. Die brauchen lange, um den Guardian tot zu kriegen. Der hält schon einiges aus. Aber wieder mal, die Natural hat einiges an Damage abbekommen. Da ist auch gleich alles an Minerals weg. Das Gas ist immer noch bei 2800, aber es fehlt wirklich, die Minerals sind wirklich komplett weg. Und da gab es nochmal einen Scourge, um die Corsairs loszuwerden. Allerdings hat das nicht ganz geklappt, denn ein Corsair lebt noch. Und da kannst du jetzt Stück für Stück um die Guardians kümmern, wobei das wirklich lange dauert. Solide 4 Damage pro Attack. Und da ist noch kein Armor Upgrade drauf. Die haben einfach 2 Base Armor. Da kommt jetzt sogar ein Scout mit dazu. Wir sehen Scout als Antwort da drauf, um einfach hier gegen die Guardians was machen zu können. Aber Chenong hat tatsächlich geschafft, seine Guardians 3 von 4 am Leben zu halten. Kann die also wieder auf die Natural schicken, wenn er möchte. Auch wenn da gleich ja, alle Minerals weg sind. Da gibt es nur noch Vespingas. Die dritte Basis läuft allerdings. 47, 46 Worker. Und der Mainbase meint auch nichts mehr, Protoss. Meint tatsächlich nur von einer Base, weil der Lurker hier auch immer noch rumhängt. Und das kümmert ihr tatsächlich Anytime nicht. Also auch wenn Anytime gleich viele Worker hat, seine Economy ist nicht so gut, weil einfach das nicht gut auf die Bases verteilt ist. Shadow hingegen hat dann viel bessere Aufteilung, eben meint von überall von den Mineralien, also kriegt er auf jeden Fall viel, viel mehr Geld rein. Und tatsächlich versucht hier Anytime ein weiteres Mal da durchzumachen, diesmal aber eine Band an Static Defense plus Lurker plus Linge. Und Reaver ballert da aber mit drauf, die Reaver wollen jetzt Stück für Stück die Static Defense rausnehmen. Die Linge sind da kurz dran, wenn das Linge wollte, ein Counter-Attack will ich starten, oder? Nein, sie sammelt sich hier hinten. Das sind auch nochmal Overlords unterwegs. Ist da irgendwas geladen in Overlords? Das sind einfach leere Overlords. Wenn das sind die Linge hier, wollen jetzt nochmal rangehen ans Reinforcement. Wird aber nicht so einfach. Da kommt ein guter Storm. Da kommt ein richtig guter Storm. Nimmt ein großer der Zerglinge, nimmt alle Zerglinge quasi raus. Da kommt Reinforcement, da kommen weitere Linge. Die haben inzwischen auch plus 1. Oder sie sucht wieder mal durch eine Base durchzubrechen, durch die Selective durchzubrechen. Mit Reaper geht das ein bisschen einfacher, weil die eben Long Range wirklich starken Damage machen. Die Lurker wird alles sehr schnell rausgebaut. Da kommen jetzt die Pfeiler, aber der kommt zu spät. Dinge kommt gerade frisch aus Ludus, aber da kommt gerade auch ein Storm mit dazu. Jetzt hier Darkswarm plus Lurker Storm. Aber die Lurker können trotzdem gestompt werden unter dem Darkswarm. Das kümmert den Protoss wenig. Und hat auch immer noch Zellets, um im Nahkampf zu fighten. Es ist ja negiert halt nur den Range Damage. Und da gehen auch die Lurker unter dem Darkspawn down. Dinge kommen jetzt hier von der Rückseite, versuchen dieses Engagement zu gehen. Noch mehr Dinge. Da kommt eine Plague mit oben drauf auf die ganzen Protoss-Einheiten. Das heißt, die verlieren jetzt rapide Points. Aber die Schilde bleiben aktiv. Die Schilde sind davon unberührt. Trotzdem Dinge versuchen sich hier durchzufressen. Chain und wartet auf die nächste Welle an Zerglingen. Ja, die Pfeiler geht dann nochmal down. Die Reavers sind alle mega low. Es ist vom Protoss alles hier ziemlich low. Da gehen nochmal ein paar Overlords down. Und nochmal mehr Dinge kommen mit dazu. Da ist auch das Shuttle mit dabei. Das soll jetzt hier gecrashed werden mit dem Scourge. Aber nein, das Shuttle wird beschützt hier von den Protoss-Einheiten. Die kämpfen hier weiter und die dritte ist damit down. Es lebt nur noch der Nidus-Kanal. Dinge laufen nochmal ran und versuchen mehr Einheiten rauszunehmen. Die Einheiten hier, ja, sie sind wirklich nicht im besten Zustand. Aber sie kämpfen mutig weiter. Und damit hat sich jetzt hier Anytime einen starken Vorteil erkämpft und versucht auch sofort weiterzumachen. Und auch noch die vierte zu crushen, die wirklich Chadongs wichtigste Base jetzt geworden ist. Er muss diese Basis irgendwie am Leben halten. Schickt er nochmal Länge rein, aber es sind noch einige Zellets mit drin. Static Demons ist noch nicht ganz ready. Es sind keine Lurker mit dabei. Das sieht ziemlich schlecht aus. Die Verteidigung versucht zu zitieren, einen, ja, der Reaver tot zu picken. Aber auch das hat nicht funktioniert. Die Reavers sind noch am Leben. Die Kugeln gehen ran. Da geht jetzt mal einer der Reaver down. Da geht die Kugeln down. Die Protoss-Einheiten sind auch nicht mehr so viele. Der Arkon stirbt da weg. Die Zellets sind jetzt hier noch mit am Start. Die Dinge wollen weiter auf dem Reaver. Reaver Nummer 2 ist auch down. Jetzt geht's an die Dragoons. Die Dragoons gehen da drauf. Und es ist noch eine Sunken, die die vierte Basis verteidigen kann. Das heißt, es ist nur noch Zellets und ein Templar. Und da kommen mehr und mehr Länge. Tatsächlich, Chainong kann die vierte Base nochmal halten, aber die Verluste sind hoch und er flittert auch noch ein paar Drones dabei. Zumindest jetzt hier bei 100 Supply zu 60 Supply, 30 zu 49 Worker. Chainong versucht immer noch mit einer neuen Base da oben. Aber sein Mining ist jetzt bei weitem nicht mehr so stark. Gut, Protoss momentan, sein Mining ist jetzt auch nicht so stark. Es ist immer noch ein One-Base-Mining mit wahnsinnig vielen Probes, alles auf einer einzigen Basis konzentriert. Das Gas tatsächlich, das läuft jetzt wieder. Also Anytime bekommt es tatsächlich vernünftig Vespingas rein. Von zwei, beziehungsweise jetzt drei Gasgeißieren. Davon ist einer aber depleted. Die Basis wurde ja auch ordentlich abgesichert mit Cannons. Kann sich Jadong da irgendwie nochmal fangen. Den Overlord Fork hat er den Observer eingesniped, aber das ist noch ein weiterer. Die Overlord plus Scourge Combo, um die Observer loszuwerden.
Machen wir jetzt nochmal Hydras. Da kommen die Länge in den Feiten. Wollen den Arcol unbedingt haben. Sie kriegen den Arcol ab. Die Verluste sind wirklich hoch. Aber dafür auch noch gerade den Observer gecrashed. Ein weiteres Mal. Jetzt die Salads fighten gegen die Linge. Storms werden aber gezündet und die Linge müssen abhauen. Die Linge haben inzwischen plus 2, glaube ich. Haben sogar 2-2. Plus 3 Carapaces unterwegs. Also es sind bald voll abgegradete Linge. Hier oben wurde die Basis gescoutet. Die Overlords sind tatsächlich alle leer. Also die sehen zwar gefährlich aus, sind es aber nicht. Opfern sollten sie sich trotzdem nicht übererkennen. Und wir haben jetzt hier nochmal mit dem Warpers, mit dem Shuttle hier Einheiten drin. Shuttle ist mega low. Da fehlt noch ein Scourge. Da wird auch gerade Scourge gebaut, um das Shuttle dann gleich loszuwerden. Hydras könnten auch helfen, aber nein, der Reaver macht immer noch Probleme. Und jetzt das Shuttle wird jetzt hier downgehen, der Reaver wird downgehen. Das heißt, das ist geklärt, aber trotzdem, da kommt eine Welle an Drones an diese Base. Die möchte da arbeiten. Static Defense ist ein bisschen was da. Und ja, Chaedong hält sich irgendwie hier am Leben. Ich meine, er hat 30 Army Supply. Protoss hingegen hat 70 Army Supply. Und das läuft hier auch alles inzwischen rum. Da kommt auch die nächste Welle und da kommen auch die T's jetzt mit dazu. Und das wird langsam ein bisschen viel. Mal sehen, ob Chaedong hier einen guten Fight nehmen kann. Er hat nochmal einen Spellcast, er hat nochmal Lurkerlinge. Also alles Mögliche ist mit drin. Kann er daraus einen guten Fight machen irgendwie? Kann er daraus einen guten Fight zaubern? Versucht jetzt gerade die Basis hier oben ans Laufen zu kriegen. Oder es ist aber schon am Pushen. Da gab es eine Plague. Aber der Defiler geht dafür auch down. Die Plague trifft gar nicht so viele Einheiten. War nicht so erfolgreich hier. Und 23 Minuten läuft jetzt das Game schon. Hier oben soll es eine neue Base für den Protoss geben. Prob ist mal unterwegs. Aber natürlich, die Minerals halten das nicht mehr lange durch. Also irgendwann wird Anytime mehr Minerals brauchen. Da gibt es das ist nur ein normaler Overlord. Das ist kein Drop. Und die Protoss Army ist jetzt unterwegs. Das sind aber wieder Lurker, Static Defense, Scourge, ein paar Linge. Da könnte die Berserk Army auch noch von der Rückseite kommen. Und über den Nydus. Nein, das Nydus ist ja down. Der Nydus war ja hier in der Natural. Der Nydus ist schon längst tot. Das Chaedong müsste mit seinem eigenen Reinforcement da ranlaufen an diese Base. Da sind aber die Pies eben auch mit drin. Die machen die Sache nochmal viel, viel komplizierter. Die Lurker müssen jetzt ihr Bestes geben, um diese Salads loszuwerden. Ich meine, die Salads haben Respekt vor dem Damage. Da kommt ein Storm auf Lurker Nummer 1. Der ist low. Aber der lebt noch. Das sind insgesamt 3 Lurker da. Aber Hydras vorne da landet noch. Jetzt geht der erste Lurker da und die anderen beiden Lurker sind noch der Fokus gerade für den Protoss. Die Lurker nehmen aber nach und nach Damage und die Lurker gehen Schritt für Schritt da und damit stirbt diese vierte Base. Chaedong evakuiert nochmal die Drones. Er gibt noch nicht auf. Er hat nochmal eine weitere Base, die er irgendwie halten kann. Sogar mit High Ground. Aber trotzdem verliert ihn weitere Base, weitere 2 Hatcheries. Ist so viel Infrastruktur. Und Protoss kann da einfach noch weitermachen. Ja, tatsächlich hier die Dinge haben die Basis geblockt, indem sie die Probe rausgenommen haben. Also Protoss tatsächlich auch immer noch auf One Base mit schwindenden Mineralien. Tatsächlich hier der Lurk ist inzwischen weg. Keine Ahnung, an was der gestorben ist. Irgendwann irgendwie. Vielleicht hat den Protoss den irgendwann in der Zwischenzeit auch mal gekillt. Aber damit sind wir trotzdem nur auf einer einzigen Mining Base und die verschwindet jetzt. Dann also Anytime muss jetzt wirklich aufpassen, dass er seine Army nicht aus der Hand gibt. Gerade sowas, die kleinen Fights gegen die Länge, das ist gefährlich für den Protoss, wenn man einfach so die Einheiten fährt. Aber dafür kann man eventuell den Defiler rausnehmen, denn der läuft hier panisch und der überlebt das sogar erstmal. Der Defiler lebt, der kann nochmal wichtig werden tatsächlich. Und wenn beide nicht viel Geld haben, kommt es wirklich auf jede Einheit an. Aber es ist nochmal ein Shuttle mit dabei. Ist da auch was? Ja, da ist ein Doppel-Reaver drin. Das sollte eigentlich schon ziemlich gut sein hier für den Protoss. Trotzdem die seine zweite dann mal durch die Lurker stacheln, was ziemlich weh tut. Hier unten der Archon, der läuft komplett quer. Der läuft para und der wird dafür entsprechend auch schnell entsorgt. Und jetzt die Protoss Army pusht auf die letzte Zerg Mining Base. Im Zerg kommen jetzt auch die Drones. Nein, die Drones sollen gesaved werden. Overlord, aber der Overlord geht down. Und die Reaver halten für die Rampe. Killen die ganzen Dinger. Geht nochmal einer der Reaver down. Aber Chaedong fehlt gerade seine wichtigste Mining Base, weil er hat sonst einfach nichts mehr an Ressourcen. Man sieht es erst bei 9 Ressourcen, bei 9 Mineralien. Ansonsten kommt da nichts nach. Protoss hat da auch nicht wirklich viel mehr. Da gibt es jetzt nochmal den Link Drop auf die ganzen Cannons. Aber die Cannons sollten das easy defenden. Jetzt gibt es den Dark Swarm leider ein bisschen spät. Die Drops sind am Fliehen. Tatsächlich, die Dinge können das gewinnen. Dank dem Dark Swarm. Die Cannons mal da nicht genug. Das heißt, auch die Protoss Mining Base stirbt hier. Wir kriegen jetzt noch ein richtig weirdes Game. Die Probes sind am Fliehen. Ein Ding klebt da nochmal mit dran. Und Chaedong frisst währenddessen die ganze Base. Doch da ist nochmal ein Lurker. Wir sind jetzt bei 38 zu 127 Supply. So Protoss auf jeden Fall mit der viel mächtigeren Army. Ein paar Lurker laufen nochmal quer durch die Gegend. Und ja, jede Einheit ist wichtig. Keiner der beiden hat da wirklich Geld. Ich meine, wir sehen noch 4 Minerals beim Protoss. Das heißt, er könnte nochmal ein Nexus bauen. Wir sind bei 7 zu 30 Lurker. Die Einheiten hier haben sich erfolgreich zurückgezogen, die Lurker. Und Chaedong spielt jetzt einfach irgendwie noch auf dem Base Race. Mehr oder weniger. Da wird nochmal der Defiler vollgefressen. Die Basis ist down. Protoss versucht es mit der Basis hier. Da ist nochmal ein Guardian. Wo kommt der Guardian? Der Guardian hat noch gelebt. Aus Gründen, die kein Mensch versteht. Und der Guardian überlebt er das. Er überlebt das. Und der könnte nochmal wichtig werden, weil Lufteinheiten bauen ist schwierig für den Protoss, wenn man kein Geld hat. Aber er kann stormen. Und der Storm killt den Guardian. Das heißt, Guardian ist weg. Chaedong versucht aber hier seinen gebündelten Attack mit allem, was er noch irgendwie hat, auf die Protoss, neue Protoss-Base zu setzen.
das wird nochmal richtig knapp, die Geschichte. Darkswarm, paar Lurker, einige Linge. Lurker graben sich hier ein. Darkswarm kommt wieder zu. Ist da der Lurker gestorben? Ne, der Lurker lebt noch. Aber da kommt Stormsaum mit rein. Trotzdem, die Stormsaum ist ja nicht so erfolgreich. Nochmal neue Linge werden gebunden. Das ist das Problem für Shadow. Ihm gehen irgendwann natürlich die Einheiten aus. Weil er muss Linge fressen, um Energie wieder für seine Defiler zu kriegen. Das heißt, seine Army wird Stück für Stück schwächer. Und Shadow belagert jetzt hier nochmal. Protoss weiß, er muss einfach nur die Zeit rauszögern. Anytime ist hier in der viel besseren Position. Shadow hat nicht die Möglichkeit, da groß noch. Er macht Long-Distance-Mining mit den paar wenigen Drones, die er hat. Und belagert jetzt hier einfach weiterhin. Aber das Problem ist halt, sobald die Basis läuft, hat der Protoss eine richtig gut laufende Mining-Base. Ich meine, ja, gut, er hat inzwischen auch gemerkt, dass in der Main-Base noch ein paar 100 Mineralien klauen kann. Jetzt, wo der Lurker nicht mehr da ist. Apropos Lurker, das ist ein Overlord. Tatsächlich hat Shadow so ziemlich alles an die Army-Units zusammengezogen. Das sind alles nur noch Overlords, die rumstehen. Und ja, der Zerg wird dann nach und nach ausgehen. Und wir sind bei 23 zu 113 Supply. Also ich sehe es nicht, wie Shadow das nochmal managen will. Beim besten Willen. Beim Protoss kommt gerade ein neuer Archon. Und ein Archon ist schon zu viel in Shadow. Er sagt jetzt auch, okay, er sieht jetzt, dass die Base hier fertig wird mit dem Lurker-Drop. Dass dann ein Reaver mit dabei ist, dass die ganzen Tropes rankommen. Also er weiß, sein Gegner hat da Mining. Er hat keins mehr. Er hat wirklich absolut für nichts mehr Geld. Er kann kaum noch was sammeln. Und da ist das GG dann nach 28 Minuten, muss sich Shadow geschlagen geben. Was für ein Match von den beiden. Ja, sag ja, es ist ein sehr vielversprechendes Replay-Pack, das ich da von Shadow habe. Und wie man auch sieht, es ist nicht garantiert, dass er die ganzen Matches auch gewinnt. Wir haben hier schon mal einen Auftakt-Loss haben, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Cooles Match hier von den beiden. Er läuft fast noch auf dem Base-Base raus, nachdem Shadow mit dem Link-Counter-Attack und dem Darkstorm hier tatsächlich nochmal die Mining-Base komplett killt. Auch wenn die eh schon fast leer war. Aber am Ende ist er einfach schon zu niedrig gewesen, hatte nicht mehr die Army-Units, die ständigen Pushes auf die dritte, haben ihn dann doch gebrochen am Ende. Ja, das war die 311, vielen Dank fürs Zusehen und ich bin sehr gespannt, was da noch alles auf uns wartet in dem Pack. Bis zum nächsten Mal und tschüss.